Crusader Kings 3, von vielen als ein Meilenstein der Paradox-Geschichte betitelt, ist ganz offiziell für die Außenwelt, für die ganz Normalsterblichen wie uns, released worden. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Crusader Kings 3, unserer Quest, von ganz unten nach ganz oben zu kommen. Ob wir das schaffen werden, das werden wir sehen. Ich freue mich jedenfalls, dass ihr mit dabei seid und mich auf dieser Reise begleitet. Eine Reise voller Krieg, voller Intrigen, voller Meucheleien, Morde, voller Strategie, Spannung und auch Spaß. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Ich hoffe, dass euch dieses Projekt genauso viel Freude bereiten wird, wie höchstwahrscheinlich mir. Und wir gehen einfach mal direkt rein und ich erkläre euch alles, was ich so vorhabe. Wir werden natürlich das Startdatum 867 wählen und wir werden versuchen, das Heilige Römische Reich auferstehen zu lassen. Also quasi das, was sowieso irgendwann passiert. Das werden wir persönlich versuchen, nicht nur passieren zu lassen, sondern auch anzuführen, irgendwann mal. Und dafür wählen wir natürlich nicht irgendeine große Nation, die wir jetzt hier wählen könnten. Wir könnten jetzt zum Beispiel sagen, okay, wir würden jetzt hier einfach als der König persönlich spielen. Nee, das machen wir natürlich nicht. Das wäre zu einfach, das wäre zu langweilig. Und da können wir auch gar nicht so richtig das Spiel genießen, herausfinden, wie alles funktioniert. Was man übrigens auch sieht, diese ganz kleinen weißen Linien, die zeigen, wem wir die Lehnstreue schwören. Wir sind zum Beispiel dem Herzog von Bayern untertan. Das ist in dem Fall er hier, Prinz Karlmann von Ostfrankenreich. Und er wiederum ist dem König vom Ostfrankenreich, in dem Fall ihm hier, König Ludwig II., der Deutsche, untergeben. Und der hingegen hat gar keinen gegen sich. Er hat einfach nur alle unter sich. Ja, das heißt, er ist ihm untertan, dann sehen wir, wer alles ihm untertan ist. So, und jetzt können wir einen von ihnen aussuchen. Ich möchte quasi direkt an Grenze des Ganzen, weil da habe ich noch ein bisschen Möglichkeiten, vielleicht sogar hier unten im Süden so ein bisschen zu expandieren. Das ist natürlich die Frage, welches Startregionchen wählen wir? Zum einen haben wir die Möglichkeit, Gras zu nehmen. Ist allerdings eher schwach, 153 Truppen. Dann können wir Kärnten nehmen, die sind schon etwas stärker mit 358 Truppen. Oder wir nehmen Wien. Ist allerdings auch wieder eher etwas schwächer, hat allerdings eine relativ entspannte Lage. Neben Großmähren, neben Böhmen und Balaton. Und wir könnten uns hier sicherlich ein bisschen aufbauen. Deswegen würde ich tatsächlich sagen, wir wählen die Grafschaft von Wien für unsere Aufgabe, für unsere Quest, das Heilige Römische Reich als neuer Kaiser anzuführen. Aktuell haben wir nur einen König, wieso aktuell nur Königreich? Aber wir können natürlich später auch das Heilige Römische Reich gründen. Dazu kommen wir natürlich dann später. Wir spielen natürlich im Ironman-Modus. Erfolge sind verfügbar. Dann kann ich hier zwar natürlich nichts ändern, weil das würde natürlich dann jederzeit Erfolge deaktivieren. Aber das möchte ich nicht. Wir möchten mit Erfolgen spielen. Wir werden das Ganze hier ganz legitim spielen. Klicken hier auf Starten. Machen hier das Ganze, nennen wir jetzt einfach mal vom Bauern zum Kaiser. Cloud Save aktivieren. Speichern wir das Ganze und dann geht's auch schon los. Und eine Sache, die bei Crusader Kings 3 relativ schön gemacht ist, man sieht hier oben Anliegen. Und Anliegen sind quasi so ein bisschen die Hinweise, so mach das mal. Das ist eigentlich nicht schlecht. Ja, zum Beispiel steht jetzt hier, wir könnten jemanden den Krieg erklären, und zwar Böhmen, um Ruhm zu gewinnen und euer Reich zu erweitern. Wäre es natürlich in erster Linie mal blöd, Böhmen so einfach den Krieg zu erklären. Ist allerdings eine Option, die wir in Zukunft noch im Hinterkopf behalten sollten. Wir können ein Bündnis mit Graf Engelschalk aushandeln. Er schaut wirklich aus wie so ein Engel. Er würde annehmen zu 35. Schauen wir ganz kurz ihn an. Er hat keine Frau. Er ist ebenfalls Untertan von Prinz Karlmann. Er mag ihn aber nicht so. Sein Erbe mag ihn auch nicht. Ist sicherlich nicht uninteressant zu wissen, dass er ihn nicht mag. Es kann nicht mal passieren, dass sie sich quasi verbünden gegen ihn. Und dann würden wir quasi mit reingezogen werden. Wie viele Männer hat er denn? 153 Männer. Sie sind gleich stark wie wir. Er ist ein sehr unfähiger Kollege. Er ist rachsüchtig. Aber wir werden jetzt erstmal das Bündnis annehmen. Dann, wir werden Titel erben. Von Graz. Irgendwann. Eine Pitten. Wo ist denn Pitten? Das ist da unten. Gras ist das. Ah, wir können quasi alles hier unten erben. Das komplette, die komplette Region können wir irgendwann mal erben. Und unser, wer ist denn das? Mein Erbe, mein Sohn, möchte heiraten. Das ist gut und schön, dass er heiraten möchte. Aber ich möchte erstmal selber heiraten, weil ich habe zwar einen Sohn, aber ich habe keine Ehepartnerin. Dann schauen wir jetzt doch einfach mal,
wie einen fähigen, eine fähige Interessentin finden. Warum mögen die mich eigentlich alle nicht? Ich bin sadistisch. Oh. Ja gut, das ist jetzt natürlich ein bisschen unschön. Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich jemanden finde, der mich liebt, wie ich bin, aber die mögen mich alle aus irgendwelchen Gründen nicht. Die hassen mich alle. Es gibt keine einzige Person, die mich mag. Das ist fast wie bei mir im echten Leben. Okay, schauen wir nach Diplomatiewert. Hoher Diplomatiewert ist mir eigentlich so das Liebste. Die nehmen trotzdem an, das ist doch sehr nett. So, sie erhält 300 Prestige. Wir werden verlieren 100 Prestige, das ist aber okay. Wir brauchen kein Druckmittel einzusetzen. Und dann haben wir jetzt zumindest mal jemanden, der unseren Diplomatiewert erhöht. Und der ist auch sehr, sehr schlecht. Wir haben Diplomatiewert von 4. Das ist richtig schlecht. Das verschlechtert die allgemeine Meinung von uns um minus 8. Das ist natürlich etwas, was wir um jeden Preis steigern möchten. Und eine Frau, die kann uns dabei natürlich helfen. Wir schauen uns mal ganz kurz bei unserer Kulturgruppe. Quasi das, was wir hier erforschen, was wir hier freischalten können. Da würde ich fast schon sagen, das ist quasi so das Forschungsmenü. Ja. Ein paar Sachen sind schon freigeschalten. Onaga, Herbern ist freigeschalten, Kasernen. 46 Jahre dauert das, bis Motten entdeckt werden. 411 Jahre bis Antrittsplätze. Okay, okay. Ein Kriegsgrund, das ist doch schön. Mach mal einen Kriegsgrund. Dauert jetzt nur noch 42 Jahre, dadurch, dass wir uns darauf fokussieren. Unsere Bildung ist allerdings relativ schlecht mit 11, ist aber auch nicht wirklich... ist nicht wirklich schlecht. Es ist so, ist mittelmäßig. Könnte besser und könnte schlechter sein. Unser Dynastiebaum, da ist unser Vater. Aber wo ist meine erste Frau? Gräfin Bertha von Passau. Habe ich die schon geheiratet? Nee, was ist denn das jetzt schon wieder? Mit wem ist sie denn verheiratet? Mit meinem Schwager. Der hasst mich auch, wie alle anderen. Gut, das ist mein Sohn. Der möchte auch eine Ehepartnerin. Ich würde fast schon sagen, oh, ja, das ist auch so unfähig, was Diplomatie angeht. Das ist schlecht. Ich brauche wirklich Leute mit hoher Diplomatie eigentlich. Aber sie nimmt das Ganze auch an. Vererbliche Eigenschaft, intelligent. Das ist sehr nice. Plus 3 auf alle möglichen... Auf Bildung, auf Ränkespiel, auf Verwaltung, auf Kriegsführung, auf Diplomatie plus 3. Das ist sehr, sehr nice. Verheiraten wir ihn mal mit ihr. Was können wir denn sonst noch machen? Wir haben zu viele Besitztümer. Das können wir ändern. Das können wir gleich noch machen. Nicht vom Suffraganbischof gebilligt. Ein Reichspriester ist als Ratsmitglied verantwortlich für religiöse und geistige Angelegenheiten sowie Glaubensfragen bezüglich der Doktrinen. Im Gegensatz zu ihren Gegenstücken, den Ratspredigern, werden automatisch alle Tempelbesitztümer in der Domäne eines Herrschers an Reichspriester verpachtet und dieser erhält einen Teil der Steuern und Aufgebote von Reichspriester-Vasallen. Reichspriester gewähren ihrem Lehnherrn nur Aufgebote und Steuern, wenn sie eine positive Meinung von ihm haben. Ah, das ist das Problem. Er mag mich nicht. Und ich sollte St. Pölken an jemanden verleihen. Naja, das Problem ist, dass wir quasi das nicht wirklich halten können. Das ist nicht das, was für uns gut ist, quasi. Wir könnten es vergeben. An wen könnten wir es an unseren Sohn? Ich glaube, wenn wir das an unseren Sohn geben, dann fällt er weg. Wen könnten wir denn noch machen? Haben wir denn einen starken, den ich halten wollen würde? Wer ist denn das? Der Arnold, er ist ein Gast von uns. Er ist bayerisch, er ist katholisch. Könnten wir jetzt hier die Grafschaft von St. Pölten geben? Und er wird dann ein Vasall vom Herzogtum von Kärnten. Ja, das sind ja wir. Das passt. Ja. Damit ist jetzt mein Vasall. Und wir haben das abgegeben an ihn. Damit ist er glücklich. Und der ist mein Vasall. So, dann schauen wir mal kurz in unseren Rat. Die sind da alle zugewiesen aktuell. Ehepartner haben wir natürlich noch keinen. Dann können wir mal gucken, gibt es irgendwas Interessantes? Religiöse Beziehungen, erhöht unsere Frömmigkeit. Wir könnten auch einen Anspruch fingieren. Aber ich glaube, wir sind jetzt erstmal gut damit beschäftigt, einmal das Spiel laufen zu lassen. Und natürlich zu versuchen, dass wir nicht direkt am Anfang überrannt werden, von wem auch immer. So, Dankeschön. Herzlich willkommen in meiner Familie. Sie gehört jetzt mir. Müsste dann jetzt eigentlich auch meine Diplomatiefertigkeit schon ein bisschen verbessert haben. Immerhin schon mal 8. Dank ihr. Vielen Dank. Und auch mein Bruder ist jetzt verheiratet. Wir haben insgesamt 848 Mann. Wie wird in Böhmen? 1100. Das ist blöd. Die sind quasi stärker wie wir.
Seid gegrüßt, Graf Wilhelm von Wien. Allzu gern nehme ich euch die vorgeschlagene Hochzeit an. Ja, das ist jetzt mein Sohn. Herzlichen Glückwunsch, Söhnchen. Und das Reich erwartet, dass ich zu Ehren meiner Hochzeit mit Gräfin Heidika eine angemessene, extravagante Hochzeitsfeier ausrichte. Ich bin durchaus berechtigt, hierfür eine Zusatzsteuer zu erheben. Doch das könnte während einer so freudigen Zeit geschmacklos wirken. Ich lasse meinen Untertan die Feierlichkeiten unbeschwert und ohne Sorge genießen. Das bringt uns 53 Prestige. Und Prestige ist ein sehr, sehr wichtiger Faktor, eine sehr, sehr wichtige Ressource in dem Spiel. Und gut, er tut Aufgebote organisieren. Mein Ratsspitzel ist dabei, Komplotte zu stören. Das passt eigentlich alles. Die machen eigentlich alle das, was sie sollen. Wir können unser Prestige erhöhen. Wir können aber auch die Vasallmeinung erhöhen. Um bis zu 5. Das ist aber nicht so hoch, ne? Das könnte höher sein. Plus 5 ist jetzt nicht das Beste vom Ei. Ja, ist schlecht. Also ich kann jetzt eigentlich schon nicht mehr drauf warten, bis er stirbt. Das Problem ist, dass sein Sohn genauso unfähig ist. Der Mengenotz Wilhelmiden. Am besten wäre es, wenn er sie nochmal schwängert. Könnten sie beeinflussen? Die Meinung erhöht sich um 25. Machen wir das mal. Versuchen wir einen Komplott gegen sie zu schmieden, dass sie uns mehr mag, weil aktuell mag sie uns nicht. Unsere eigene Frau, die uns nicht mag, ey. Schon etwas unverschämt. Wir brauchen noch einen Lebenswandel. Ja, Verwaltung ist eigentlich relativ gut. Das Problem ist, wir können aktuell auch nicht wirklich was anderes machen, glaube ich. Weil es jetzt keinen Sinn machen würde, mehr seinen Lebensstil zu ändern. Das sind quasi so Fokuspunkte. Quasi im Laufe seines Lebens schaltet er Fertigkeiten frei. Aber es ist auch schon an dem Punkt im Leben angekommen, wo es nicht mehr groß Sinn machen würde, nochmal was zu ändern. Wir könnten allerdings plus 3 Diplomatie machen und Diplomatieerfahrung 25 im Monat. Ich will mir überlegen, ob wir das machen sollen. Wir machen das mal, weil damit erhöhen wir unseren Diplomatiewert weiter. Und damit haben wir jetzt 11. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Da verbessert sich auch die allgemeine Meinung schon mal ein bisschen von uns. Unser einziger Vasall ist der Bürgermeister Otakar von Spitz, der uns übrigens auch nicht mag. Hä, was? Nein, Schmarrn, warte mal kurz. Wo bin ich denn hier? Wir müssen noch mehr Vasallen haben. Hä, ich habe echt nur einen Vasallen? Was ist mit ihm? Das Fürstbistum, der müsste doch auch mir gehören eigentlich. Benachbarter Mitvasall. Ach so, er dient direkt Bayern. Aber nicht mehr mir. Das ist aber nicht sein Ernst, oder? Das ist aber nicht so nett. Okay, egal. Den kriegen wir schon wieder rein. Ein Bündnis vorgeschlagen. Seid gegrüßt, Graf Wilhelm von Wien. Trotz des Mangels an Blutsbanden glaube ich, dass wir beide durch ein Bündnis gewinnen würden. Ich schlage vor, dass wir uns zusammenschließen und unsere Feinde gemeinsam bekämpfen. Wer bist du? Was macht dich so besonders? 535 Mann in Bregenz. Bregenz ist... keine Ahnung, wo Bregenz ist. Schande über mich, ich weiß. Wie kann man denn suchen eigentlich? Charakter finden, Titel finden, Blutlinie zum Hauptsitz gehen. Okay, ich weiß nicht, wie man Gebiete suchen kann. Das ist ein bisschen doof. Kann ich denn nicht einfach seinen Standpunkt angucken? Ach, da unten ist er. Da unten ist er. Hätte jetzt aber nicht gedacht, dass... Jetzt habe ich das Bündnis auch noch abgelehnt, by the way. Aus Versehen. Weil ich schauen wollte. Ach, tut mir leid, mein Freund. Jetzt mag er mich nicht mehr. Bündnis zurückgewiesen. Naja, tut mir leid. Jetzt weiß ich Bescheid fürs nächste Mal. Außerdem glaube ich nicht, dass mir das Bündnis wirklich weitergeholfen hätte. Sind wir zu weit entfernt am Ende des Tages. Muss auch irgendwo darauf achten, dass es für mich von Logik, von Sinn ist. Einzige Gute ist wirklich aktuell, wir haben jetzt 848 Mann. Das Gute ist, dass wir wirklich sehr entspannt das Ganze angehen können. Wir haben jetzt keine Feinde, wir haben keine Vasallen, die uns auf die Nerven gehen. Dass wir St. Pölten verloren haben, ist ein bisschen ärgerlich, aber da sind wahrscheinlich eh keine Truppen. Deswegen ist es jetzt auch nicht weiter schlimm. Es gibt ein Komplott, das läuft, das ist ganz gut. 5 von 10 Fortschritt, Erfolgschance liegt bei 62%. Wir können allerdings nicht weiter was damit beeinflussen. Also es gibt keinerlei Möglichkeiten für uns, das zu ändern. Sie mag mich allerdings schon ein bisschen mehr.
Das ist auch immerhin schon mal etwas. Ich bin überlegen, ob wir vielleicht mal gegen irgendjemanden schon mal Krieg führen sollen. Ich würde ja überlegen, ob wir ihn einfach zu unserem Vasallen machen. Das Problem ist, wenn ich ihm den Krieg erkläre, bin ich automatisch im Krieg mit Bayern. Also mit ihm hier. Und der hat leider ein paar zu viele Vasallen, wenn er mich fragt. 1600 Mann. Zusätzlich natürlich noch 1800 Mann von seinen Verbündeten. Deswegen ist es eine schlechte Idee. Er ist natürlich auch mit Bayern drin. Wie ist es denn hier? Wie ist denn das mit ihm? 140 Mann, 1400 Mann. Die sind aber auch so stark. Muss ich meine Kriegsziele erstmal ein bisschen begraben. Auf absehbare Zeit. Machen erstmal ihn hier. Komm, wir reden mal mit ihm. Wir machen ihm mal unseren Freund. Heikle Angelegenheiten. Ihr arbeitet noch immer. Meine Gemahlin schaut mir über die Schulter auf die Dokumente, die sich auf meinen Schreibtisch stapeln. Ich bin redlich erfahren in solcherlei Dingen, meinte sie zögerlich. Vielleicht könnte ich euch ja helfen, das Vertrauen von Ban Domajoy zu erlangen. Gräfin Heilekea wird euer Freund. Mögliche Ereignisse. 100 Diplomatie, Lebenswandelerfahrung, 15 Meinung, oder? Wir schaffen es nicht, Ban Domajoy zu beeindrucken. Wer ist dieser Ban Domajoy eigentlich? Von Kroatien? Wann habe ich denn bitte schon versucht, den zu meinem Freund zu machen? Oder ist sie mit ihm ver... Ist sie... Ne, warte mal kurz. Wer ist denn... Sie hat gar keine Familie aktuell. Sie ist quasi aus dem Nichts gekommen. Was ist mit ihm? Wann habe ich denn bitte schon versucht, ihn zu meinem Freund zu machen? Ban Domajoy ist die Mühe nicht wert. Er verliert 20 Meinung, ich verliere aber 25 Anspannung. Wie viel Anspannung haben wir denn aktuell? Wie viel Anspannung haben wir denn? Wir haben aktuell... Ich weiß nicht, wie viel Anspannung wir aktuell haben. Nicht so viel jedenfalls. Ich habe es jetzt trotzdem mal reduziert. Ich habe auch herausgefunden, dass wir gar nicht so gesund sind. Also unsere Gesundheit ist in Ordnung. Wir sind allerdings auch schon 50, ne? Darf man jetzt auch nicht unterschätzen. Wir sind quasi schon etwas älter. Auf der anderen Seite, wenn er stirbt, wird er Erbe. Wird er alles erben. Was ja an sich erstmal okay ist. Aber du solltest auf alle Fälle versuchen, sie zu schwängern. Könnte man versuchen, zu beeinflussen. 95% Erfolgswahrscheinlichkeit. Warte noch mal ganz kurz, bis das andere fertig ist. Danach machen wir das Ganze mit ihr. Herzog Arnulf. Was? Herzog Arnulf hat König Ludwig II. Den Krieg erklärt. Ja. Klar, warum nicht? Ich meine, kann man mal machen. Verteidiger ist der König. Mit 1378 Truppen. Wir sind deutlich stärker. Angeblich. Ich werde mich den Krieg beteiligen, natürlich, logischerweise. Wir werden unsere Truppen ausheben. Wir werden unsere komplette Armee ausheben. Wir werden uns natürlich an diesem Krieg unterstützend hier beteiligen. Weil ich wollte ja sowieso hier seine Majestät, den Herzog Arnulf von Bayern, wahrscheinlich bald König von Ostfrankenreich, wollte ich eh ein bisschen hier bestechen, Freund machen, dies, das. Beeinflussung, 62%. Könnte besser sein. Könnten ihn auch ein Geschenk machen wahrscheinlich, oder? Vasallenbande ändern. Können wir dann da machen? Okay, macht eigentlich nicht so viel Sinn, weil er eigentlich mein Lehnsherr ist, aber okay. Warum nicht? Anspruchstellerfraktion gründen. Glaube ich, aktuell eine schlechte Idee. Wir können die Vormundschaft anbieten. Also wir können ihm aktuell keine Geschenke senden, weil ich kein Geld habe. Ich bin eine arme Sau. Wo kommen die ganzen Truppen auf einmal her? Haben wir die Schlacht verloren? Ne, die marschieren einfach nur, ne? Die sind allerdings... Der Kaiser ist etwas stärker geworden, als es anfangs war. Er hat drei Verbündete mit dabei, die man nicht sieht. Die hier sehen wir. Gesamttruppe. Also es ist nicht ganz korrekt, die Anzeige. Ich weiß ja nicht, woran das liegt. Ich meine, klar, das Spiel ist noch ganz, ganz frisch draußen. Das ist jetzt aber auch nicht so nett. Was machen die denn auf einmal hier? Unterlass das bitte. Zieh uns mal hier kurz weg. Abhauen hier. Ja, die kommen jetzt natürlich zu uns. Alles klar. Ja, ja. Einmal hier oben abhauen. Da unterstützt du einmal deinen Lehnsherr. Weil ich muss den eh unterstützen. Ja, Tooltip-Modi, Dankeschön, brauche ich nicht. Ratschlagbilligung des Bischofs.
Euer Bischof leitet Steuern und Aufgebote aller Tempelbesitztümer in eurem Reich an euch weiter. Die Höhe ist abhängig von seiner Meinung von euch. Mein Bischof, mag er mich nicht? Naja, es geht aber eigentlich. Ein ausgefallenes Geschenk senden. 85, ja, natürlich. Das ist ein ausgefallenes Geschenk. Ja, ja. Ja, er unterstützt euch noch nicht, aber es müsste sich bald ändern. Also es sieht zumindest so aus, als ob sich es bald bessert. Ein paar Monate noch warten. Da sollte sich das entspannen. Die Armee ist auf dem Weg nach Bayern. Ich habe das Gefühl, da gibt es die Schlacht. 3500 von uns gegen 2800 vom König persönlich. Sehr gut gewürfelt. Jetzt haben die besser gewürfelt. Das ist gegen uns. Aktuell sind schon 800 unserer Soldaten geflohen. 1000 unserer Soldaten sind geflohen. Die Balance of Power ist... Oh, 16. Wahnsinn. Plus 16 und das ist jetzt richtig gut gewürfelt gewesen. Wieder gut gewürfelt. Also es ist lauter gute Würfelergebnisse gerade. Das könnte eventuell doch noch ein Sieg werden. Also ich war kurz kritisch, was ein Sieg angeht. Erst haben wir schlecht gewürfelt. Ausgeglichen, sehr ausgeglichen, aber am Ende des Tages wird es ein Sieg. Am Ende des Tages wird es ein Sieg, aber ein sehr, sehr knapper, ein sehr verlustreicher für alle Seiten. Aber der König wurde besiegt. Bis auf den letzten Mann, oder? Oh Gott. Die Verstärkungsarmee ist unterwegs. Wobei, die sind ja im Krieg hier, ne? Die sind ja mit dem Krieg. Dann marschieren wir doch einfach mal dorthin. Tun wir einfach mal plündern nebenbei. Die Schlacht wurde gewonnen. Die Schlacht wurde wirklich gewonnen. Das war sehr wichtig. Eine sehr verlustreiche Schlacht. Plus 31% Warscore. Es geht unglaublich schnell, den Kriegspunkt hochzukriegen. Habe ich festgestellt bereits. Und wir gehen jetzt einfach mal ein bisschen belagern hier. Ehepartner der Sache gewachsen. Einige meiner Ratsmitglieder glauben, dass ihr Posten ihnen alleine aufgrund ihres Blutes oder ihres Einflusses zusteht. Wie sie sich doch irren. Ich erwarte Ergebnisse und doch werde ich häufig enttäuscht. Nach einem langen Tag beschwere ich mich gerade bei Helaika, als sie mich unterbricht. Lass mich in dieser Sache einschreiten, Gemahl. Ohne ihnen ein wenig Unterricht erteilen, um ihren Geist zu schärfen. Aha. Kann es quasi mit jemandem... Kann es quasi jemanden verbessern? Oder ich kann ihre Meinung verbessern von uns. Machen wir mal das. Ich glaube, es ist wichtiger, dass... Nee, ich finde es wichtiger, dass meine Frau mich liebt. Wir halten sie bei uns. Meinung erhöhen. Ja, ganz ehrlich. Kann da immer nur ein Komplott gleichzeitig machen. Jedenfalls belagern. Wie geht? Kann ich das überhaupt belagern? Scheinbar erstmal nicht. Die war noch mit uns im Krieg, oder? Oder auch nicht. Nee, scheinbar nicht im Krieg mit uns. Der Krieg schon vorbei. Sind die raus? Nee. Was ist denn mit euch hier? Er ist sein Lehnsherr. Er ist der Anführer. Ne, wir sind mit dem nicht im Krieg. Er ist mit Bayern verbündet. Hä? Aber warum ist dann die Armee rot? Herzogtum von Balaton. Das sind doch die. Aber die sind verbündet mit Bayern. Aber werden mir rot angezeigt. Verstehe ich jetzt aktuell nicht ganz. Oder bin ich in diesem Krieg überhaupt drin? Ist schon, oder? Weil logischerweise müssen wir in dem Krieg mit drin sein. Wir stehen einfach mal nach. Komm, wir stehen jetzt einfach mal irgendwo hin hier. Benachbarter Herrscher gewann Krieg. König Rotislav hat einen Krieg gewonnen. Der Verlierer Herzog Vratislav von Oberschlesien. Also ganz toll gemacht. Also er ist jetzt mit uns verbündet, so wie ich das hier verstehe. Und ich kann einen neuen Vorzug freischalten. Machen wir mal Diplomat. Macht Meinungszuwachs durch Geschenke plus 100. Das ist sehr nice. Ändert nichts an der ganzen Sache. Da ich aktuell noch ein bisschen unsicher bin.
Ich bin jetzt automatisch mit dem König vom, mit ihm im Krieg auch. Exkommunikation erbitten. Und der Krieg ist vorbei. Jetzt mal davon abgesehen, der Krieg ist vorbei. Und Bayern hat den Krieg deutlich gewonnen. Und hat die Gebiete mal deutlich vergrößert. Bayern selber hat diesen Großteil des Ostfrankenreichs übernommen. Und er ist jetzt König. König Ludwig III., der Jüngere von Bayern. Herzlichen Glückwunsch. Mitfühlend. Naja, das ist doch schön, dass du mitfühlend bist. Wie wär's mit einem Geschenk? 150 hört seine Meinung 42. Machen wir das mal. Kostet mich natürlich jede Menge Geld. Unsere Truppen tun wir alle auflösen. Die brauchen wir jetzt natürlich nicht mehr. So, er mag uns jetzt. Vielleicht gibt er mir irgendwann mal was ab. Wahrscheinlich aber nicht. Wir könnten ihn versuchen umzubringen. Hat eine relativ geringe Erfolgschance. Macht aber auch aktuell keinen Sinn. Ich habe jetzt aktuell wirklich kein Interesse daran, ihn umzubringen. Allerdings, kurze Frage, warte mal kurz. Er ist jetzt aktuell. Nee. Ach so. Er ist aber ziemlich schwach, ne, sehe ich gerade. Was hat er denn jetzt gemacht? Er hat einige Vasallen, ihn als Vasallen, den. Aber zum Beispiel hat er uns nicht mehr am... Er hat uns nicht mehr als Vasallen? Wer ist denn jetzt mein Lehnsherr? Jetzt bin ich auf einmal Untergebener vom König Arnulf vom Ostfrankenreich. Das passt mir so überhaupt nicht. Jetzt habe ich gerade dem anderen Vogel Geld geschickt, obwohl er mein neuer Lehnsherr ist. Ja, das ist ja wieder ganz toll. Das hatte ich mir jetzt so nicht vorgestellt. Tut mir hier Ansprüche fingieren. Ich möchte die Region nachher haben. Oder zumindest ihn als meinen Vasallen. Seid gegrüßt, Graf Wilhelm von Wien. Ich habe mit eurem Ratskanzler korrespondiert. Und ich muss schon sagen, dass ich euch nun in einem neuen Licht sehe. Vielleicht seid ihr sogar jemand, den ich eines Tages gern meinen Freund nennen würde. Gezeichnet Graf Smil von Preshporok. Wer auch immer das sein soll. Ah, das ist er, okay. Und eine Ratsanladung an meine Vasallen. Als Graf von Einfluss ist es nur angemessen, dass eure Stimme im Rahmen meines Rats gehört wird. In Anerkennung dieser Tatsache biete ich euch hiermit den Posten als Ratskanzler von Ostfrankenreich an. Das ist aber nett. Dann bin ich jetzt in seinem Rat drinne. Ja, natürlich mein Bestes tun, dieser unglaublichen Ehre auch nachzukommen. Logischerweise. Er mag mich trotzdem nicht. Naja, muss man nicht verstehen. An meine Vasallen. Hiermit verleihe ich euch Herzogtum von Österreich. Seinen Rang, sein formales Territorium und alle entsprechenden Einnahmen. Möget ihr es... Möget ihr gut über es herrschen. Echt jetzt? Er hat mir einfach mal Österreich... Oh. Oh, vielen Dank. Da brauche ich gar keinen Anspruch mehr fingieren, weil es eh wieder mir gehört. Ja, so schnell kann es laufen. Da muss man nur mit den Richtigen schlafen. Ja, habe ich mit den Richtigen... Habe ich mich mit den Richtigen wieder abgegeben hier? So, jetzt kann ich den Anspruch fingieren auflösen. Brauche ich nicht mehr. Mal lieber was anderes fingieren. Böhmen zum Beispiel. Ne, das ist nicht Böhmen. Ah, oh, das ist das Falsche. Naja, mit denen brauche ich mich nicht anlegen hier. Die sind mir zu mächtig wahrscheinlich. Ja, ja. 1880 Mann. Das brauche ich jetzt nicht hier. Aber wir haben jetzt wieder St. Pölten zurück. Das Fürstbistum von St. Pölten. Ist wieder offiziell meins. Würde ihm natürlich nicht passen, dass er jetzt hier mir unterworfen wurde. Und wir sind jetzt aktuell Österreich. Könnt ihr übrigens mal bei den Entscheidungen schauen. Da sehen wir nämlich das, was wir eigentlich vorhaben. Ich möchte das Heilige Römische Reich wiederherstellen. Das ist eigentlich meine Aufgabe. Ich erfülle natürlich nicht alle Herausforderungen, alle Anforderungen. Wir müssen unabhängiger Herrscher sein. Wir müssen das komplette Königreich Ostfranken besitzen. Ich muss 3 Königreichstitel kontrollieren. Ich muss mindestens 120 Reichsgröße haben. Ich muss jede andere Menge andere Sachen kontrollieren. Der Papst muss mich mögen. Ich muss ein starkes Druckmittel gegen den Papst haben. Okay, das könnte etwas schwierig werden. Und ich habe eine Tochter. Was zur Hölle will ich mit einer Tochter? Ey, seid ihr ernst? Boah, mach einen guten bayerischen Namen. Ich will Männer. Ach, mindestens eins der folgenden. Okay. Ne, okay, das ist okay. Aber das ist aktuell natürlich noch nicht möglich. Ein neues Königreich gründen, das könnte man vielleicht irgendwann mal machen. Aber ich bräuchte eine hohe Ruhmstufe. Das ist mal was für die Zukunft. Ich brauche jede Menge Herzogtümer etc. pp. Das sind erstmal die wichtigen Entscheidungen. Dann normale Entscheidungen. Anspruchsteller. Anspruchsteller ist relativ nice. Da können wir zum Beispiel Leute einladen, die auf irgendwo, auf irgendwas Ansprüche haben.
Wir können natürlich die nutzen, um deren Ansprüche dann quasi durchzusetzen und jemanden den Krieg zu erklären. Wir könnten einen Arzt noch suchen. Das können wir wirklich noch machen. Ein Arzt ist immer gut. Kostet natürlich auch wieder ein bisschen Geld, aber ist egal. Und jetzt haben wir aktuell eine Gesamtstärke von 400, 600, 800, um die 1000 Mann, über 1000 Mann knapp. Die Welt ist voller Gefahren. Selbst für einen Herzog und seinen Hof. Wie von mir erbeten, haben sich meine Dienstboten nach Empfehlungen umgehört. Nun haben sie mir ein paar Möglichkeiten zur Auswahl vorbereitet. 50 für Jen. 15 für Gui. Oder keinen von beiden. Ich nehme Jen. Wo sie mich nicht mag. Aber Guy ist billiger, jünger. Findet sich in Hohenau beide. Katholisch-Französisch. Also Baguettes. Mag eigentlich keine Baguettes. Keinen von beiden. Mag keine Baguettes an meinem Hof. Er hat also schon so böse geschaut, so hat überhaupt nicht gepasst, dass ich allein schon in Erwägung gezogen habe, hier Baguettes zu nehmen. Jedenfalls Dankeschön an den Kaiser, König hier, dass er mir hier die Gebiete gegeben hat. Und es ist natürlich die Frage, wer wird uns folgen, wenn wir gegen Böhmen in den Krieg ziehen? Haben die Verbündete? Überfall von Häuptling Beretislav von Göteborg, die haben also quasi Probleme mit ihm hier. Der hat ihn überfallen. Das ist natürlich sein Problem. Und die Meinung von unserer Herzogin ist gestiegen. Das ist gut. Das ist natürlich die Frage. Was machen wir unseren aktuellen Komplott? Ne, den machen wir nicht. Was machen wir denn? Ich möchte eigentlich schon, dass er mich mag. Eine Heirat arrangiert. Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Aber wen könnten wir verheiraten? Einer meiner Ritter. Meine Tochter, die ist noch ungeboren. Also die ist noch, also ungeboren nicht, aber ist ja auch egal. Können wir direkt mal verheiraten. Würden die das annehmen? Oh, aber ganz knapp. Stellt euch vor, wir verheiraten ein Kind, was ein paar Tage alt ist. Mit so einem 38, 4, wie alt ist denn der 38? Also das ist ja richtig widerlich. Bis sie 18 ist es eher 56. Er stirbt dann quasi, bis sie quasi Kinder gebären könnte. Aber das ist ein relativ interessanter Gedanke, den muss ich mir im Hinterkopf behalten. Weil vielleicht verheiraten wir uns mit Bayern und dann müsst ihr mir quasi helfen gegen Böhmen. Das ist ein Gedanke, den ich durchsetzen möchte. Aber nicht diese Folge, sondern nächste Folge. Ich bedanke mich bei euch allen fürs Zuschauen, hoffe es hat euch gefallen. Schaut bei mir auf dem Kanal vorbei für noch mehr Strategie jeglicher Form. Und nächstes Mal wieder zu Crusader Kings 3. Wir mit unserer Aufgabe, das Heilige Römische Reich zu gründen und als Kaiser anzuführen. Bis zum nächsten Mal, macht's gut. Tschüss.